Guten Tag, die Damen und Herren. In der letzten Folge sind wir im Schlammerwald gewesen und vielleicht hört ihr schon an der Musik. Wir sind gerade an einem Bossfight dran oder so ein Mini-Bossfight zumindest. Auf jeden Fall hat uns gerade eine böse, böse Spinne ein bisschen. Ja, also die geht uns hier so ein bisschen auf den Leib. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Die ist auf jeden Fall böse und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich glaube, ich laufe einfach mal weg. Nein, ich muss tatsächlich gegen sie kämpfen. Sehr angenehm, sowas. Was haben wir denn hier oben? Bringt mir das was, wenn ich das kaputt mache? Keine Ahnung. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, ich bleibe jetzt hier an der Seite und krieg schön aufs Maul von meinem komischen Ding. Das aber Mana kostet. Ja, ich bin gleich tot. Was bringt mir das? Ah! Guck mal hier. Ich kann tolle Sachen machen. Okay, ich habe noch gar keinen Plan, was ich überhaupt gegen die machen soll. Aber ich glaube, ich werde mich erst einmal heilen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. Okay, alles klar. Bye, bye. Ich würde mich gerne heilen. Wir haben hier zumindest richtig viel Mana. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Unendlich Heilung für Ori. Ja. Aber wie vernichten wir die jetzt am besten? Einfach auf den Kopf? Oder wie mache ich der halt gar kein Damage? Ich muss dann ihre Füße angreifen oder so? Nee. Noch nicht so wirklich raus, was man gegen die machen soll. Okay, aber die Musik ist schön. Sehe ich denn irgendwas, was man gegen die machen soll? I don't know. Vielleicht. Nee, man kann aber auch nur den Kopf angreifen. Hat sie gerade ihre Krallen geschärft? Mega cool. Ich mache da kein Damage. Keine Ahnung. Wo kann man die denn angreifen? Ah, an den Augen vorne. Ja, anscheinend nur die Augen. Okay. Oh boy. Vielleicht bringt uns der Geisterbogen hier mehr was? Probier den mal aus. Pow, pow, pow. Oh, pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Also, er zeigt zumindest, wo man angreifen soll. Das hat ja auch schon mal was. Aber bringt tut er trotzdem gar nichts. Dann einfach immer auf die Fresse! Aber ich mache halt gar kein Damage. Was soll ich denn gegen die machen ohne Damage? Irgendwas mit diesem Ding hier. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendwann ihren Panzer nochmal verliert oder sowas. Weil so bringt das gar nichts. Ah, es passiert tatsächlich was. Die ist einfach nur mega tanky. Alles klar, warte mal kurz. Ich habe gesagt, warte mal kurz. Was verstehst du an warte mal kurz nicht, hä? Alles klar, ich flüchte. Tschüss, du hast mir ja gerade einen Weg aufgemacht. Ach, jetzt kommen noch kleine Spinnen hier. Das gefällt mir auch richtig gut. Mann, was soll man denn gegen die machen? Du machst hier alles kaputt. Merkst du noch was? Holy shit. Aber die macht so süße Geräusche, wenn man sie trifft. Oh. Ich habe so die Befürchtung, mein Schwert macht überhaupt gar keinen Damage. Ich glaube, ich müsste das mal upgraden. Dabei habe ich doch schon dieses eine Ding drin, dass ich jetzt mehr Damage mache, umso mehr Geisterseelen ich dabei habe. Ist ja fast wie Dark Souls hier jetzt, ohne Witz. So oft, wie man die angreifen muss und so wenig Damage, wie man macht. Aber ich habe die Befürchtung, ich habe hier noch nicht so richtig raus, was man machen soll. Ja, aber das ist schon der Plan, ne? Dass man sie einfach die ganze Zeit anhaut und dann passieren halt Sachen. Guck mal bitte auf ihre Lebensanzeige. Ich habe noch gar nichts gemacht. Aua, ey. Das tut doch alles weh. Boi, was ist denn? Was ist denn falsch mit dir? Nein. Oh, jetzt muss ich das nochmal alles von vorne machen. Das dauert doch viel zu lang. Okay, ich nutze mein Schwert nicht. Das ist zu schwach, glaube ich. Ja, der Hammer macht's, Leute. Der Hammer ist viel besser. So, und jetzt einfach Eile mit Weile und dann stirbt die hoffentlich irgendwann. Ach cool, die Dinger können einfach auch am Rand. Ja, alles klar. Mann, was ist denn das für ein Boss? Okay, ich glaube, ich sollte gegen Bosse dieses Kopfgeld rausnehmen. Weil die Gegner dadurch 70% mehr Gesundheit haben und 70% mehr Schaden
machen. Ich glaube, das ist gegen Bosse richtig dumm, oder? Und da die Nahkampf ist, würde ich sagen, wir nehmen entweder Dorn oder den Ultra-Wurfhaken. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt bei Bossen funktioniert, dieser Ultra-Wurfhaken. Aber ich probiere den jetzt mal aus. Nee, geht nicht beim Boss. Okay, nur bei kleinen Gegnern, die man auch so einhaken könnte, dann ist das ziemlich unnötig, den da drin zu haben. Dann mal raus. Stattdessen kommt der Dorn rein. Dann kriegt die zumindest auch noch ein bisschen mehr auf die Fresse. Aber das sollte jetzt aber doch einfacher sein, oder? Aber 70% mehr Leben ist natürlich ultra eklig. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Lol, das ging viel schneller als vorher. Okay. Man sollte ihr nicht die doppelten Lebenspunkte geben und auch nicht, dass sie mehr Schaden macht. Oh man, das hättet ihr mir ja ruhig mal sagen können, dass ich das auch drin habe. Bam. Wo ist natürlich... Lol, ich bin da wieder oben. Aber so ist natürlich... Aua, so ist natürlich chilliger. Aber sie tut natürlich trotzdem mega weh. Also Concentration ist trotzdem angesagt. Ja, ja, komm ruhig her. Ich habe einen tollen Hammer, den ich nur hier ins Gesicht drücken möchte. Keine Sorge. Behalt den extra für dich da. Und den nimmt dir auch keiner weg. Der ist nur für dein Gesicht bestimmt. Oh, was macht ihr denn jetzt? Weil ich so nett bin. Die kleinen Spinnen sind jetzt auch viel schneller tot. Das ist ja ultra angenehm. Bam! Ins Gesicht. Ah, das Feuer ist... Aua, aua, oh Mann. Man sollte nicht mit dem Feuer mitgehen. Ja, komm ruhig rüber. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe nämlich einen Hammer für dich. Sobald du mal wieder Lust hast. Aber bitte spawne keine neuen kleinen Gegner, ja? Weil die sind... Ah, die sind wirklich gemein. Ich habe auch irgendwie die Befürchtung, die wird am Ende noch weglaufen, wenn sie wenig Leben hat. Okay, erst um die Kleinen kümmert. Nein, 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 nein. Hä? Oh, ich bin out of bounds. Ich bin out of bounds. Tja, jetzt kannst du mir gar nichts. Weder deine kleinen Dinger können mir was, noch du. Ich bin out of bounds. Wie gut ist das denn? Ja, ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier und knüppel die tot. Lol. Ist nicht meine Schuld. Ist nicht meine Schuld, dass ich out of bounds bin. Nein, das Out of Bounds hat mich getötet. Ach, come on. Das war meine einzige Chance, diesen Boss zu besiegen, in den ich cheate. Lol, ich war noch nie Out of Bounds in diesem Spiel. Aber anscheinend funktioniert das. Bam, bam. So, weg mit dir. Aber da lacht sie auch nur drüber, ne? Über dieses Schwert. Ha, das macht ja gar kein Damage. Aber das geht so schnell. Holy crap. Das war also wirklich nur wegen dieser einen Rune, dass ich so richtig schlecht war. Ich bin jetzt immer noch schlecht, aber dass ich so richtig schlecht war, lag nur an der Rune. Bam. Weggebetzt. Du willst auch noch weggebetzt werden? Kein Problem. Und als nächstes ist eure große Mutter dran, weggebetzt zu werden. Jeder darf weggebetzt werden. Keiner wird verschont. Alle werden hier weggebetzt. Zack. Oh, oh, oh. Dritte Phase, Leute. Ich war noch nie in der dritten Phase. Was geht ab? Was geht ab? Don't you know what's geht ab? Yo, was geht ab? Okay, einfach nur ausweichen, wie es aussieht. Don't you know what's geht ab? Ah, wir müssen nach oben. Sag das doch. Nein, als ob die mich gekillt hat. Okay, warte, warte, warte. Ich brauche meinen krassen Sprung hier. Sonst bin ich zu blöd dazu. Wir müssen hier flüchten, wie es aussieht. Die will sich nämlich nicht töten lassen, weil sie jetzt hat sie gemerkt... Oh, der Dizzy, der ist heftig. Den lasse ich mal besser in Ruhe. Und dann frisst sie mich. Sehr gut. Ja, also wir sind jetzt in der Weglaufphase, wie es aussieht. Okay. Aber... Scheiße, scheiße. Friss mich doch nicht immer auf, wenn ich mal kurz nicht aufpasse. Wie gemein sie ist. Okay. Oh, du kannst mich jetzt mal... Wieso ging das aber eben? Richtig weird. Okay, also hier, da hoch. Warte, 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 nicht auffressen. Nein, 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 nein. Ich bin kein... Ich will kein... Ah, oh Gott, ist die nah dran. Ich will bitte nicht gefressen werden. Alter. Da lief der Wassertempel aber sehr viel einfacher, muss ich sagen. Okay, aber jetzt habe ich es raus, Leute.
Man muss einfach ein bisschen schneller sein. Und vor allem an das Ding, da kann man sich einfach randuddeln. Ich hätte da gar nicht so einen Supersprung machen müssen. Naja, machen Sie ruhig. Machen Sie ruhig. Sie sind eine nette Spinne. Sie wissen, was Sie tun. So, bitte. Danke. Ah, guck, jetzt läuft doch. Nein, ich will nicht wieder kämpfen. Bitte gehen Sie einfach weg. Oh, nee. Ich hasse es. Mann! Aber sie hat schon die Hälfte ihrer Leben verloren. Das ist nicht so schlecht. So, hier. Ich habe immer noch den Hammer. Ich habe ihn nicht vergessen. Extra für Sie, Miss Anachrophobia. Extra für Sie habe ich noch diesen Hammer. Lassen Sie mich! Machen Sie bitte die Wand kaputt, damit es weitergehen kann. Ich habe keine Lust mehr, gegen sie zu kämpfen. Sie haben viel zu viele Leben. Sind die nächsten Bosskämpfe jetzt alle so? Das wäre ja schrecklich. Ich glaube, ich muss ein bisschen grinden, um ein bisschen stärker zu werden. Boah, ich mache inzwischen eigentlich ganz guten Damage gegen sie. Bam, Bats. Okay, einen Moment. Einmal kurz heilen. Und Mana mitnehmen. Da sind die Macher aber ganz nett gewesen, ne? Dass man hier doch recht viel... Also man hat ja quasi unendlich Mana. Man darf nur nicht zu schnell sterben. Was schreist du hier schon wieder so rum? Oh, Dunkelheit. Ja, das ist natürlich... Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Hast du es dann bald mal? So, jetzt kommt's. Jetzt müssen wir... Okay, wir sind vorbereitet. Alles easy. Nur nicht ausmachen, weil sonst sind wir natürlich wieder tot. Jetzt sieht sie viel gefährlicher aus. Das ist ja unfassbar. So im Dunkeln. Oh, ich habe keine Leben mehr. Nein, 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 nein. Ich habe doch keine Leben mehr. Warte mal ganz kurz. Okay, einmal geheilt. Das ist gut. Nochmal heilt. Aber ohne heilen kommt man hier gar nicht klar. Also ich zumindest nicht. Ja, da kann man nicht durch, aber wir brauchen auf jeden Fall ein neues Mana. Und ich glaube, das ist gerade unser größtes Problem, dass wenn unser Mana weg ist, dass uns dann die Dunkelheit tötet. Bau, bau, zack, zack. Lassen Sie mich, ich brauche wieder Mana. Und vor allem Leben. Ja, okay, ich mag kein Feuer. Feuer tötet Wälder, wissen Sie das nicht? Und ich lebe im Wald. Warte, warten Sie, ich brauche doch nur das Mana. Meine Güte, ist sie nervig. Aber wir haben sie gleich. Noch, ne, vielleicht 4 Hits oder sowas? 1. Dann soll sie weg sein, das kriegen wir auf jeden Fall hin. 2, 3. Danke. Was ein Fight, ey. Jetzt schrei hier nicht so rum, du hast angefangen. Ich wollte dich gar nicht vernichten. Ich wollte nur das Licht von dir haben. Alter, was ein Fight. Da war ja der Brennkohl wirklich gar nichts gegen. Noch ein weiteres Sein-Ding. Oh, und Anachrophobie. Ach, sie hat sogar Augen. Sind mir gar nicht aufgefallen. Und sie hat Kinder. Ganz, ganz viele Kinder. Die sie aber auch in den Kampf schickt. Schlechte Mutter. Suna, Sam, du danke, Geist. Ich wurde vom Verfall befreit, da mein Verstand vernebelte. Sie ist eigentlich lieb, sagst du? Kann die Dunkelheit weichen, die über diesen Tiefen lag? Wir alle brauchen das Licht als Ausgleich, selbst wer unter Tage lebt. Wenn es entzweit bleibt, wird es schwinden und für immer erlöschen. Das Schicksal des Schimmelwaldes wird ganz nie, wenn er eilen. Du musst Stärke beweisen, Geist. Trotz der voranschreitenden Verfalls lässt du uns wieder hoffen. Ziehe aus, um die Ehrlichter zu finden. Neues Ehrlich gefunden. Augen des Waldes. Deine maximale Kapazität für Leben. Irgendwas.
Ja, wir können mehr Leben haben. Danke. Oh, Mona. Mona. Die hieß Mona. Nein, wir haben das Tor über den Tiefen versiegelt. Das ist gut. Mit den Kleinen meint sie wahrscheinlich die Moki. Gut ist auch, dass sie dich aussandten, damit du das Licht zurückholst, das ich einst stahl, als ich mir mein Geist widersetzte. Das Licht gehört dorthin, wo es am hellsten strahlen kann. Überlass diese Schatten dem Schimmel und den Spinnen. Meine Kinder waren zu lange von ihrer Mutter getrennt. Bald ist auch das Kleinste erwachsen und muss das Netz verlassen. Der Weg zur Oberfläche ist jetzt offen. Sie können sich frei bewegen, wohin sie wollen. Okay. Gruselig. Diese Spinne ist gruselig. Und dass einen die Spinnen verfolgen, ist auch gruselig. Hallo Spinnenwesen. Es gibt so viele von uns, aber Mutter sagt, dass sie keinen Liebling hat. Es wäre ohnehin schwer, sich zu entscheiden. Wir sehen alle gleich aus. Süß. Okay. Mora. Schön, dass du wieder bei Sinnen bist. Die Dunkelheit hat uns umgeben. Wir erinnern uns an nichts anderes. Es gab immer nur die Dunkelheit und Mutter. Die Helligkeit macht uns ein wenig Angst. Hattest du auch Angst vor unserer Dunkelheit? Ja, und vor allem vor deiner Mutter, du... Boah. Mutter sagte, sie habe das Tor versiegelt, um uns zu schützen. Etwas kam von oben. Es veränderte alle, die es berührten, und es veränderte Mutter. Aber jetzt ist sie zurück, dank dir. Ja, gern geschehen. Alles easy. Ach stimmt, jetzt ist hier... Die Dunkelheit ist auch weg. Und jetzt können wir auch hier durch. Gut, also das war Irrlicht Nummer 1 beim Schimmelwald. Aber man hätte ja in jeder Reihenfolge machen können, nicht wahr? Vielleicht war die jetzt sogar advanced. Auf jeden Fall geht's dann hier oben noch hin, unter den Wanderdünen in die Wüste. Und links gibt's noch ein Verloren im Paradies. Auch wieder irgendwas mit Wasser, wie es aussieht. Okay, ich weiß, was ich die nächsten Folgen machen werde. Aber das war's dann mit dieser Folge. Wenn euch hat gefallen, lasst ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.